Willkommen zurück zum Baldur's Gate 3. Wir können jetzt nochmal mit Astarion reden nach dieser interessanten Nacht. Good morning. How do you feel? Jetzt bin ich nicht tot mit Pässe. Ich fühle mich nur etwas benommen. Mein Hals tut mir weh. Wie soll es mir eurer Meinung nach gehen? Ich fühle mich schrecklich. Ich würde sagen, ein bisschen benommen. It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Hat also ein bisschen so die Arschkarte unter dem Papier gezogen. Aber könnt ihr euch deshalb in der Sonne aufhalten, weil ihr kein echter Vampir seid? Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Warum ist das so? Ist es der Parasit des Gedankenschinders? That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. Kann ja noch werden. A vampire. Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Sehr pragmatisch. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Sehr gut. Ich habe gerade gesehen, Lazelle versteckt sich irgendwie hinter mir, aber sie hat nichts dazu zu sagen. Finde ich auch interessant. Aber ja, das reicht. Wir brauchen ihn. Aber ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt so mein Charakter. Ich vertraue ihm. Er wird uns nichts tun. So ein bisschen bardischer Optimismus. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell, dissuade any nighttime prowling. There now. We're all friends again. Er hat nicht nein gesagt. Shall we go? Zu dem There's a der long Glocke. Day ahead of us. Der Witz ist ja, mein Freund hat das schon zu mir gesagt, ich soll eine Glocke tragen, weil ich mich immer so anschleiche. Also ich schleiche mich nicht bewusst an, aber ich bin halt eher so leise und dann erschrecke ich ihn halt sehr oft. Und ich will ihn nicht erschrecken, ich erschrecke ihn gewiss nicht absichtlich, aber ja, das eben den Satz mit der Glocke gehe ich irgendwo. Irgendwie Gales Hut ist komisch. Sollte der nicht eigentlich andersrum sitzen? Ist dieses Gebämmel nicht normalerweise hinten bei so... Diese Bänder bei den Hüten, hat man die nicht eher... Gehen die nicht eher nach hinten? Egal. Wir finden noch einen schöneren für ihn. Bin ich mir sicher. I am enjoying our walks together. Aren't you, Gale? Sure. In silence. So, ja, apropos... Spaziergänge. Wir sollten tatsächlich jetzt mal ein bisschen hier spazieren gehen und uns noch ein bisschen umgucken. Wir gehen gleich nochmal runter, weil wir können noch den Sarg jetzt öffnen, weil wir jetzt ja die Entschärfungswerkzeuge haben. Aber irgendwo hier, ich glaube eher auf der Seite, irgendwo müsste ja noch eine Schaufel sein. Ich will gucken, dass wir erst eine Schaufel finden, damit ich da jetzt nicht zweimal hinrennen muss. Moment, einmal einen Pilz einsammeln, einmal einen Rucksack öffnen. Okay. Einmal speichern nicht vergessen. Lieber häufiger speichern. Oh, warte, ich sehe da hinten was, da gehen wir gleich hin, aber noch nicht. Oh. Ja, da liegt Astarions Abendessen. Das hätte er jetzt auch mal ein bisschen wegräumen können, oder? So mitten auf der Straße einfach liegen gelassen.
strange. It looks healthy, but it's stone dead. Who cares about some pig? It's dead. Let's go. Es sind Lagervorräte, die nehme ich natürlich an mich. Und das ist übrigens besagtes Schwein. Also wenn man da jetzt hingeht, bevor man weiß, dass er Vampir ist, dann bekommt man die eine andere Szene. Schild aus Holzrest. Ach, apropos Schild, genau. Ich hatte vergessen, der Schattenherz ihr Schild zurückzugeben. Das ist, ich glaube, das ist so ein Goblin-Schild hier. Das ist beides plus zwei. Sie kriegt das Grundschild. Kriegst du das Grundschild. Danke. Kannst auch mal die Axt tragen. Ich bin nicht so kräftig. So. Wo war diese Schaufel allerdings? Die doch weiter unten? Warte mal. Echt hier, weil ich. Oder da. Ich meine, die wären in der Nähe gewesen. Ja, genau. Hier ist sie doch. Dann können wir nämlich jetzt auch so Erdhaufen aufschaufeln und bekommen Loot. Ich schaufel bei euch allerdings nicht in der Schnellauswahl, das geht auch so. So, dann können wir nämlich jetzt nochmal da runter. Und haben zum einen noch diesen Raum hier. Und jetzt muss ich mal testen, ob es reicht, wenn wir die völlig entschärfen oder ob ich alle entschärfen muss. Ich speichere vorher. What now? Alright, what now? Okay. Alles für einen Schlüssel. Von dem ich jetzt nicht wüsste, was wozu der war. Wir haben jetzt alles so geöffnet. Es kann sein, dass er zu der anderen Tür war. Nur, dass ich die ja geknackt habe. Und ein Speer. Das könnte ein Gale-Artefakt werden. Ein Speer kann er haben. Lass uns vielleicht. Wir müssten nach oben. Das können wir auch außen machen. Oben war der Erdhaufen. Und ich glaube, war noch irgendein? Wir gehen hoch. Einzigen Erdhaufen, die ich auswendig weiß, sind die hier, weil das Anfängergebiet, da war ich jetzt schon mehrfach. Durch die Early Access auch und so. Die hier schon hochgekrabbelt sind jetzt. Das ist nicht so. Ich weiß, dass ihr das schafft. Baum im Gesicht. Still no symptoms. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go away. That I can relate to. So, zwei Schriftrollen. Einmal Federfall, einmal Hexenpfeil. Okay. Ist nicht so überwältigend. Hexenpfeil kann der Gale ja schon. Kann keiner hier irgendwie? Ach, verdammt. Ich glaube, hier war noch einer.
Weil eine Falle war es, glaube ich, in der Ecke nicht. Also irgendwas wäre hier gewesen noch. Na gut, hat aber leider keiner entdeckt. Und dann ziehen wir weiter. Und ich bin faul. Ich rotiere mal kurz darunter. Dann gucken wir mal. Ich glaube, es hat sich auch nicht so krass gebracht, der Teleporter. Egal. Hier die Straße hoch. Ja, genau, hier war die Kiste. No sweethearts, no. I prefer them savory. This is what I get for trying to strike up conversation. Den Rucksack habe ich gelootet. Genau, und da war nämlich direkt jetzt hier oben. Habe ich Personen gesehen? Dann wollen wir noch mal gucken, wie sie haben. You seemed quite forward with your compliments earlier. We don't need just people up ahead. Something's wrong. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Schattenherz ist sehr gesprächig heute. Es geht. Ich glaube, dem geht's nicht so gut, ne? You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stares in response. Stehen bleiben und die Hände heben. Wir sind vier, die sind zwei, nö. Ich fühle mich jetzt noch nicht so bedroht. Was ist eurem Freund zugestoßen? An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wem was? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Okay, meine Larve zappelt. Versuche ihn auszusperren, seinen Blick standhalten, zurückweichen und nach der Waffe greifen. Wir halten seinen Blick stand. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will. Sure. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Befehle? Ja, sicher. Ich habe Befehle für euch. Ihr irrt euch, ich bin keine wahre Seele, was auch immer das ist. Das wissen wir natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht. Oder erklärt mir diese absolute wahre Seele? What? Are you testing us? A true soul like you has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. That fellow had a tadpole in his head, and they consider him blessed? Chosen? What madness is this? Wir können jetzt auch so tun, als wäre das jetzt nur so ein Test gewesen. Ziemlich große, grobe Zusammenfassung. Ihr müsst euch besser in unserem Glauben bilden, Novize. Oder... Warum seid ihr hier draußen? Die Wildnis ist gefährlich. We know that all too well, ma'am, but... The Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here.
Also diese Flüchtlinge, in, mit anderen Worten uns. Erzählt mir mehr. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Ich würde sagen, ihr habt sie gefunden. You! Brynna! Kill her! Warum auch immer sie... Obwohl wir eine wahre Seele sind. angeblich töten wollen. Nun ja. Hatte ich gespeichert? Ich speichere nochmal. Also, die zwei kriegen wir auch so hin, denke ich. Aber man kann nicht zu vorsichtig sein. man hätte das übrigens auch anders lösen können. Die zwei Antwortmöglichkeiten hatte ich eben gar nicht vorgelesen, dass man die zum Eulenbär schickt, der sie angegriffen hat. Also dahin zurückschickt, sozusagen. Ich möchte das aber aus bestimmten Gründen nicht tun. So, was machen wir denn? Wie viele Lebenspunkte hast du? Die haben alle nicht so viele. Und tschüss. Das ging ja schnell. Wir sind als nächstes dran. Bis dahin. Inspiration. Ich komme nicht ganz hin. Kein Kampf. Ich habe noch diesen Schenkelschuss. So, genau. Und was jetzt neu bei ihm ist, wenn man dann weiß, dass er ein Vampir ist, der Vampir bist, der ihn heilt und den anderen Schaden macht. Und das war's schon. Kann man aus Wermut damit. Voll verkohlt. Und dann Edwin. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Also, das ist wieder so eine Larven-Action. Entweder können wir uns dem ergeben, lass dich von deinem Körper leiten, begrüße den Einfluss der Larve. Oder die Larve spielt mit dir, widerstehe ihr, oder verschließe deinen Geist, du wirst dich nicht von einem elitiden Parasiten beeinflussen lassen. Ich sage übrigens elitiden, weil es einfach leichter auszusprechen ist, obwohl es wahrscheinlich elitiden ist, also mit TH. Ich weiß gar nicht, wenn man sich versucht zu widersetzen, was dann passiert. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Mm-hmm. Interessant. Was läuft denn da weg? Spannend. Also das stellt mich hier gerade schon auf eine gewisse Entscheidung. Stellt mir eine Entscheidung, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, ob ich das diesmal irgendwie anders machen möchte. Das ist jetzt ein bisschen Spoiler, ihr könnt kurz mal vorspulen, wenn euch das nicht interessiert, aber ich möchte gerade nur für die Erklärung für alle, die wissen, was abgeht.
Ich meine, ich kriege ja eigentlich jetzt meine erste Larve für meine elitären Fähigkeiten. Ich meine, es ist jetzt nicht so der krasse Verlust, wenn man die eine jetzt nicht bekommt, weil man ja noch mehr bekommt im Laufe der Zeit. Deswegen überlege ich gerade, lade ich jetzt und hole mir die Larve oder lasse ich das jetzt so, wie es ist? Weil ich hatte fast gedacht, dass man irgendwie vielleicht trotzdem die Larve bekommt, wenn er dann stirbt. Ich glaube, ich will es jetzt mal so belassen. Weil ich weiß, ich hatte beim letzten Mal eigentlich genug Larven. Deswegen... Ja. Ich glaube, ich stehe mal jetzt zu meiner Entscheidung. Weil sie, das ist ja auch mein Charakter, kann sie ja auch noch nicht wissen. Das ist halt immer das will man spielen mit dem Wissen, dass man halt Spieler hat oder mit dem Wissen des Charakters. Und ich denke erstmal, oh, das passt mir alles nicht und ich kämpfe dagegen an. Das ist nur die Frage, für wie lange. Okay. Spoilerfrei weiter. Wir haben ihn gelootet. Wir haben uns von, ja, nicht beeinflussen lassen von der Larve im Kopf. Wir haben einen Streitkolben, ein zerbrochenes Stück Speer, eine Flasche. Ich will die Flasche nicht. Achso, das war das Flugblatt, okay. Und dann... gehen wir, entweder können wir jetzt hier weitergehen oder zum Vorrat. Gehe ich erst zum Vorrat? Komme ich nochmal denn dran? Welcher Seite? Egal, wir gehen mal weiter. These boots have seen everything. Eine Brücke. Die Kamera will bei mir immer sehr schnell hoch hinaus. Das nervt man schon mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das bei mir verbuggt ist oder ob das immer so ist. Ein Schild. Das war mal, da war dasselbe, okay. Konnte man da noch irgendwo runter? Nee. Komme ich nochmal dahin? Wahrscheinlich da rüber springen oder so. Das finde ich einfach dahin klicke. Lauft mal ein. Ah, das war bei dem Schwein da oben. Ich will kurz erst an den Vorrat und dann gehen wir da unten beim Wasser weiter. Ich möchte nämlich zu dem Eulbären, der sie angegriffen hat. Hä? Wahrnehmung? Achso, ich bin, glaube ich, durch so Schlingenpflanzen gelaufen. Ein Schild. West. Baldur's Gate, East Elturel. Gut zu wissen. Something the matter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anklicken. Nein, nein, alles gut. Geh weiter. Passiert so oft, ne? Dass ich Leute anklicke, wo ich einfach irgendwo hin will. Eins weiter. Ah, ja, hier. Hier geht's hoch. Nicht runter, aber hoch. Dieses Gestöhnen und Gekrunze hinter mir. Drachen-Eipilz. So, jetzt bin ich aber immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Ah, weiter.
Okay. Silberanhänger, göttliche Führung. Necklace matches the sigil in that cave. The harpers were busy. Das war die Höhle. Sie meinte damit die, ich glaube, die Höhle von wo wir hingekommen sind nach dem Gefängnis. Ich da hoch? Nö, vorne leider. Allerdings brauchen wir göttliche Führung nicht. Das müsste Schattenherz haben. Und ein Feuerbernstein und Gold. Und dann krabbeln wir wieder runter. Das war das. Sehr gut. Gerade mal hier irgendwie. Könnte man theoretisch da drauf klettern? Wisst ihr, was ich meine? Das sieht irgendwie so aus. Ich meine, die Vorsprünge sind sehr breit, aber auf der anderen Seite. Ich muss das gerade mal testen. Man auf das Schiff oben drauf kann. Also ich sehe jetzt nicht, als dass da Loot wäre, aber das haben wir jetzt wieder wahrgenommen. Kann jemand wahrnehmen? Pelzspalte. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Ja. Ich habe den natürlichen Rhythmus der Spinnen einstellen. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Ich find's aber gut, dass die Spinnen nicht so direkt darstellen. Oh, die Spinnen mit einem Wiegenlied beruhigen. Oder sanft mit den Spinnen sprechen. Oder Fingerfertigkeit, da bin ich ja nicht gut. Ich möchte sie mit einem Lied beruhigen. One by one, the spiders retreat to the rear of the crevice, lulled by your murmurs. Mutig nach dem Beutel greifen. You stash the bag. Something clinks among the coins. Beutel erhalten. Schön. Habe ich jetzt zwar nicht entdeckt. Ich freue mich immer, wenn ich sowas, was ich noch nicht kenne, habe. Ein Spinneneisack. Etwas, irgendwelche Dinger zappeln in der klebrigen Höhle. Kann ich das? Das ist eine Bonusaktion, heißt das? Ich kann das werfen, das Ding. Und dann kommen Spinnen raus. Ich lasse das mal hier, damit ich dran denke, dass ich das habe. Und ich habe jetzt noch einen Beutel. Das heißt, wir können jetzt. Ich sortiere das mal gerade so, wie ich es bei meinem alten Charakter habe, sonst werde ich das regelmäßig falsch rum machen. Und zwar hatte ich bei ihm hier die Tränke drin. Und in dem größeren Rucksack hatte ich die Schriftrollen. Und ich das jetzt nicht durcheinander schmeiße. Jedes Mal. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wenn es funktionieren würde, würde man bestimmt ja auch irgendwie Loot angezeigt bekommen oder so. Auf der anderen Seite sieht es halt sehr begehbar aus, aber. Na gut, laufen wir gerade dahin. Weil das hier unten sieht breit genug aus, aber es geht nicht. Ich schätze jetzt mal, dass es nicht geht. Aber gut, dass ich es probiert habe, sonst wäre ich da auf diese Spinnen nicht gestoßen. So, dann geht's wieder darunter.
Und da ist doch eine sehr einladende Höhle. Ja, Eulenbeerspuren. So, wird gespeichert. Sehr gut, dann möchte ich das nochmal. Eine Pike. Ein Goblin. Dead owlbear prey, no doubt. Die Steine will ich, glaube ich, nicht haben. Rumliegen? Ich weiß gar nicht, warum da Steine rumliegen. Man da irgendwie irgendwas ablenken kann, so mit Steine werfen? Keine Ahnung. Da unten ist eine vergoldete Truhe mit ein paar Tränke, ein Heiltrank. Gehen wir gleich von der anderen Seite aus hin. Oh, Skelett. Jo, nichts drin. So, und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Ich speichere nochmal. Folgen weiter den Spuren des Eulenbeers. Sieht man ihn schon? Und, was man auch sieht, das Eulenbeerjunges. Und übrigens auch ein Eulenbeerei. So, und die Sache ist folgende. Der Eulenbär wird uns, glaube ich, gleich angreifen. Ich möchte aber, dass das Eulenbär-Junges überlebt. Weil das kann dann in unser Camp kommen. Und ich weiß nicht genau, wie mir das am besten angeht. Weil das letzte Mal ist bei mir dann... Ich habe die Mutter bekämpft, dann ist halt auch das Kleine gestorben. Und ich habe das dann halt einfach so gelassen, weil ich dann noch nicht wusste, dass man das Kind, das Junges mitnehmen kann. Als Pet haben kann später. Und ich versuche das jetzt anders zu machen. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. Hallo. Ich will dir gar nichts tun eigentlich. Mit Tieren umgehen. Zurückweichen, Brust rausdrücken und brüllen. Ich versuche mit Tieren umgehen. Ah, jetzt habe ich natürlich leider meinen Malus. Danke, Astarion. Jetzt könnte ich gerade das nicht gebrauchen. So, immer gescheitert. You can only surmise the obvious. The owlbear is out for blood. Ich versuche mal Brust rausdrücken und brüllen. Oh, das wird jetzt tatsächlich besser gehen. The beast shrinks back, feathers quivering. Aber ich glaube, ich muss die Mutter töten, damit das Kind zu mir kommt, ne? Weil sonst bleibt es wahrscheinlich einfach bei der Mutter. Ach, ich fürchte, ich muss sie angreifen. Und dann irgendwie halt gucken, dass ich das Kleine nicht angreife. Das war das Mieten, also eh nur Knochen. Toll. Das hat dir jetzt aber nicht gefallen. So, weil das hat einen Zug, das war ein Bärbaby. Indeed. Mmm.
Okay. Gut. Au, au, au. Oh nein, Gail. Dann gib mir Kleines. Ich will dir nichts tun. Helfen oder angreifen, ist immer die Frage. Ich bin nicht im Vorteil. Macht das eigentlich nochmal? Bewirkt möglicherweise ein Brusttrauma, dass sie verliert eine Aktion. Geht das bei Untote und Konstrukte können kein Brusttrauma erleiden? Das ist ja wieder nochmal. I won't give in. Best be on my way. Winzige Clown. Okay, ich helfe dir mal auf. Dann snack ich mal. Wie auch immer Eulbeer schmeckt. Ja, du bist ziemlich am Arsch. Gelinde gesagt. Hau auf. Cup looks from you to his dead mother. A single strike will end his suffering. Nein, wir lassen den, lassen das Junge am Leben. It hurts. Schon Herz. Alles gut. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. Aber dann passiert das. The cub has a fighting chance now. That, or we've just prolonged its misery. No. That helped. So, das hat den Kopf eines zerbrochenen Speers, weil. Ja, das war von dem. Dem Zwerg. Gildenkünstler. Eine neue Version. Damit haben wir einen. Ist das. Auch ein Speer. Ja, ich hab's eben noch gesagt, es ist ein Speer. Chance auf Blenden bewirkt bei bestimmten Kreaturen nicht mehr als zwei Augen. Was? Zwei bis ungefähr 12 Stichschaden zusätzlich? Ich habe halt echt niemanden, der momentan der Speer. Gale kann, glaube ich, auch einen Speer statt den Stab benutzen, will ich aber gar nicht. Ich habe im Prinzip zwei Speere, aber ich benutze sie nicht. Weil meine Bardin, sagen wir, wir nehmen das den Druiden wieder weg, dann könnten wir bei der Bardin eigentlich auch zum Beispiel Speer benutzen. Denke ich, dass das kein Thema wäre. Oblivious to your presence, the cub continues to gorge himself on his dead mother. Okay. Von Natur aus, also von der Perspektive eines Wildtiers aus, könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem, ich meine, mit dem Mutteressen sinnvoll ist. Für uns wirkt das jetzt erstmal super grausam, aber wenn so ein Kleines seine Mutter verloren hat und das muss ich ja jetzt irgendwie selbst ernähren und stärken und das ist dann vielleicht das Offensichtlichste zu tun. So, dass die Leiche hier hatte was. Da kam dann der Kampf dazwischen. Und wir können hier, wir haben eine Schweinelein und noch ein Ei. Das nehmen wir auch mit. An owl bearing.
These are supposed to be worth a fortune. So, das war eine mittlere Rüstung. Untote, die den Träger angreifen und treffen, erleiden gleisenden Schaden. Tiere, die den Träger angreifen und treffen, bewirken zusätzlich gleisenden Schaden. Aber sieht gut aus. Okay, behalte ich. Frage erledigt, ob ich das haben möchte oder nicht. Sieht gut aus. So, wir sprechen mal kurz mit Schattenherz, weil sie eben komische Schmerzen hatte. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Okay. Wie sehr tut es weh? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ich finde immer noch den Blick so gut, wenn er neben einem steht. Hör auf mich so anzukommen. Seid ihr sicher, dass es nichts mit den Larven zusammenhängt? Positiv. You can trust me on that. Okay, ich vertraue. So. One day I'll catch a break. Dann haben wir hier noch einen Rucksack. Stimmt, wir haben unten das noch. Und man kann sich hier oben eventuell hinretten beim Kampf oder so? Keine Ahnung. Hier noch irgendwas Spannendes. Das nehme ich nicht so aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier oben und dann von oben angreifen kann. Aber ich fand, der Kampf ging jetzt sogar. Also dadurch, dass mein dissonantes Flüstern so viel Schaden momentan noch macht. Weiß nicht, ob sich das im Laufe der Zeit bewährt. Sehen wir dann. Ein paar leere Eier. More owlbear eggs. Already hatched. No point in taking these. The lunar statue. It is stinking cave. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. So, wir haben erstmal eine. Wie heißt die Frau nochmal? Selune-Statue. Der Krieg zwischen Selune und Schatten. Eine Fingottitan und ich kenne mich mit den Gottheiten nicht so aus. Können mal kurz, aber da steht auch nicht viel dran. Okay. Wir looten das trotzdem. Merkt sich ja keiner. Ich meine, wer geht hier mit den Eulbeeren überhaupt rein, um hier jemanden anzubeten? Mit der Truhe. Ich habe keine Ahnung, wie man die aufkriegt. Das haben wir beim letzten Mal auch nicht rausbekommen. Weil die eben nur magisch magisch gesichert. Da geht's wieder hoch. Also mit normalem Schlossknacken kommt man dann nicht weiter. Ich denke da hinten aus. Ein Buch. Staubwolke, Foliante über den Konflikt zwischen den Schwestergöttinnen Selune und Char. Dem Selune die Sonne entzündet und mit Licht und Wärme Leben im Universum möglich gemacht hatte. Klingt irgendwie so nach einer Gottheit, die man anbeten wollen würde. Ein Gebetszettel, ne? Okay. Ein Gebet, das Selune gewidmet ist und alle darum bittet, die Segen
dem Mondmaid anzunehmen und an ihrer Großzügigkeit teilzunehmen. A prayer sheet with the same symbol as the one on the chest. Okay, genau, dann habe ich beim letzten Mal nämlich dann vergessen, da hinzugehen zu gucken. Das sollte doch dann funktionieren, dass wir das öffnen können. This thing won't yield its contents easily. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht so eine Cutscene, weißt du, wo ich dann die Schriftrolle raushole, was ich eben, was auch immer. Nein? Hätte ich erst irgendwie... Also, dass ich dachte, das wäre jetzt Rätselslösung, aber ich habe es nur gelesen, nicht mitgenommen. Kann ich es mitnehmen? Ja. Ich dachte, sie hätte jetzt das Wissen, also sich gemerkt, also sozusagen, also, was da draufsteht. Okay. Ich noch mal, bevor ich jetzt wieder Schaden kriege. Jetzt habe ich... Okay, ich muss das irgendwie im Inventar haben. Jetzt habe ich Inspiration noch bekommen. You should leave it. Mhm. Or even destroy it, if possible. Aber warum? This rubbish is an offering to Saluna. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Motiv erkennen, einschüchtern, überzeugen. Ich möchte mal Motiv erkennen. Stay quiet. You want the truth? Mm-hmm. Fine. I worship Shah, mistress of the night, Saluna's twin and foe. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Ich entscheide selbst, ob ich ein Geschrei mache oder nicht. Es fällt schwer, jemanden zu vertrauen, der Geheimnisse von mir hat. Ich meine, wir haben uns, ich verstehe das so ein bisschen, aber andererseits, wir haben uns alle gerade erst kennengelernt. Natürlich hast du Geheimnisse dann von den anderen Personen. Wir sind ja nicht Besties oder sowas. Ich wollte keine gemeinsame Sache mit einer Schar-Jüngerin machen. Dann würde ich nämlich tatsächlich das hier sagen, weil das alles so dagegen geht, dass ich meine, hier, wir haben so viele Göttinnen und Götter, da kann ja jeder glauben, an wen er will. Ist mir egal, wen ihr anbetet, wir haben größere Probleme. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Danke, dass sie mir wenigstens gesagt hat. Don't thank me. I'm breaking Lady Shah's teachings just by doing so. Oh. But sometimes you have to be practical. Ich will ja trotzdem das Ding öffnen. Mondtropfenanhänger. Zuckender Tanz. Wenn der Träger maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, provoziert er keine Gelegenheitsangriffe. Werde ich jetzt verflucht, wenn ich das hier nicht hinkriege, oder was? Sie hat mich gewarnt. Aber diese Sympathie minus 5 ist doch eine allgemeine Sympathie-Ding, oder? Jetzt nicht, das war jetzt nicht von Schattenherz aus. Bin ich ganz sicher. Das war weird. Ich hatte jetzt fast damit gerechnet, dass ich jetzt so einen Fluchzustand bekomme oder sowas. Ich zieh's mal an.
Das mit dem Toten sprechen können wir, also erstens, zum einen gibt es Schriftrollen dafür auch und zum anderen kann man das ja dann entsprechend das Amulett halt schnell anlegen, wenn man das machen möchte. Und den Ritus packen wir gerade da wieder rein, ne? Brauche ich nicht. Den Zettel brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das ganze Gezettels. Manchmal kann es auch verkaufen, aber... So, dann haben wir das hier alles erledigt. Wunderbar. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.